Zu einer modernen Schule mit Tradition gehört auch das entsprechende Netzwerk. Seit 2 Jahren gibt es an der HTL Steyr einen Alumni-Beirat. Dieser setzt sich aus Absolventen der Schule zusammen. Das sind sie, die Absolventen der HTL Steyr, die sich zur alljährlichen Sitzung des Alumni-Beirates in ihrer ehemaligen Schule treffen. Diese hochgradigen Manager, Wirtschaftsbosse und überall in diesen Gremien tätigen Leute haben einen sehr, sehr dichten Terminkalender, gerade jetzt in der Wirtschaftskrise vielleicht noch viel mehr, und nehmen sich trotzdem Zeit, in so hoher Anzahl zu uns herzukommen. Wir haben ja fast schon Platzprobleme. Heuer sitzen wir mit 35 Leuten hier an einem Tisch und das freut mich schon ganz besonders. Einstimmig wurde Dr. Paul Rübig wieder zum Präsidenten des Alumni-Beirates gewählt. Ich stelle fest, dass wenn jemand gern arbeitet, dass das auch akzeptiert und respektiert wird. Und es ist ja bekanntlich so, je mehr dass man arbeitet, desto besser fliegt einem die Arbeit auch zu. Durch den Alumni-Beirat der HTL Steyr entsteht vor allem eines, ein Netzwerk zum Wohle der Schule bzw. Schüler. Der Alumni-Beirat beschäftigt sich in erster Linie damit, die jungen Menschen zu fördern. Wir haben alle selbst hier in der Schule gearbeitet und gelebt und darum ist es uns heute ein Anliegen, den Jungen eine Chance für die Zukunft zu geben. Und der Alumni-Club bemüht sich, Stipendien zu vergeben, Arbeitsplätze anzubieten, Reisen zu organisieren an interessante fachliche Orte. Und ich glaube, das ist ein gutes Zusammenhalten und ich glaube, viele von uns sind eben ganz einfach schon in der Lage, den Jungen zu helfen. Der Alumni-Beirat unseres Absolventenverbandes, die Mitglieder des Alumni-Beirates haben einen sehr erfolgreichen Lebensweg schon beschritten, beschreiten ihn weiter und sind damit ein Vorbild für unsere jungen Menschen. Auch HTL Steyrer Absolventen und die, die jetzt bei uns drinnen sind, die werden demnächst Absolventen sein. Sie sehen aufgrund dieser Vorbilder, dass es sich auszahlt, sich anzustrengen, sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und wie immer auch einzubringen. Es ist mit Anstrengung verbunden, aber die Erfolge sind dann sichtbar. Und dafür sind sie uns ein Beispiel. Und nicht nur das, das Netzwerk der Alumnis ermöglicht uns, weltweit unsere Diplomanten herumzuschicken. Ja, sie unterstützen uns mit Investitionen und Zuwendungen. Etwas, das ganz, ganz wertvoll ist für uns. Ganz wertvoll für die Schule war auch das Engagement von Direktor Oberstudienrat Professor Magister Ferdinand Freihofer, der die HTL Steyr in seiner Lehramtszeit prägte und dem nun die Ehrenurkunde des Alumni-Beirates überreicht wurde. Ja, Professor Freihofer war über viele Jahre mein Klassenvorstand. Wie heißt es immer, was sich liebt, das neckt sich. Wir haben also in der Klasse immer ein sehr heißes, aber interessantes Klima gehabt. Ich habe von ihm sehr viel gelernt, er war auch mein Mathematikprofessor. Ja, und heute bin ich im Haushaltsausschuss des Europäischen Parlaments, bin für 137 Milliarden zuständig, europäischer Haushalt, und er hat die Grundlagen dafür gelegt. Direktor Freihofner hat den Absolventenverband über 10 Jahre geführt, als zweiter Obmann des Absolventenverbandes und damit einen sehr wichtigen Grundstein gelegt. Ohne Absolventenverband hätten wir nicht diese Botschafterwirkung, hätten nicht das Netzwerk so für uns einvernehmen können, als das über diesen Absolventenverband möglich ist. Und diese 14 Jahre ohne Computerunterstützung hat für Direktor Freihofner sehr, sehr viel Freizeit gekostet in seiner Pension zusammen mit seiner Frau. Und dafür sind wir ihm sehr, sehr dankbar. Und ich möchte dir diese Ehrenurkunde heute im Namen der gesamten Runde überreichen und dir im Namen der gesamten Runde noch einmal ein ausdrückliches Danke sagen. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Gesundheit, viel Freude im Leben und wir hoffen, dass wir dich bald wieder sehen. Du bist ja bei den 5-jährigen Treffen auch immer wieder dabei. Wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg und bleib so, wie du bist. Danke.